Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin2.de Prios. Ja, heute mal mit einem anderen Aufnahmeprogramm, das heißt, wenn es nicht so perfekt ist, dann müsst ihr mir bitte verzeihen, ich muss damit noch ein bisschen klarkommen. Ja, das Oster-Event hat gestartet und ja, mit King Forcey habe ich schon ein bisschen was gefarmt, da habe ich auch schon, zwei, drei Runden Eier aufgemacht. Gleich mache ich noch die dritte Runde. Das hänge ich dann gleich hier hinten dran. Und den Item-Shop gibt es mal wieder hier so Truhen. Wo haben wir sie denn? Da, Ostertruhe. Kosten 35 DR. Was kann drin sein? Passierscheine, Steinehandbuch, Chor Draconis, Medaille des Drachen, blaue Perle, weiße Perle, rote Perle. Und magischer Stein und so ein Scheldensiegel. Ich denke, der Rest ist relativ uninteressant. Und ja, ihr seht, ich habe ein paar Münzen übrig hier. Kaufen uns einfach mal 10 von diesen Truhen und dann kann ich ja mal hier meine Meinung dazu sagen. Das erste waren handelbare Passierscheine. Dann Chor. Irgendwas für Steinalchemie. Dann die dritte Runde Medaille des Drachen. Das ist natürlich scheißen Dreck. Vierte Runde Pfirsichblütenwein. Dann fünfte Runde der Hast. Auch unnötig. Medaille des Drachen. Wieder Steinalchemie. Müsste wieder Steinalchemie. War jetzt der siebte. Rote Perle. Weiße Perle, hey. Und letzte. Weiße Perle, okay. Zwei weiße Perlen, eine rote. Rest war eigentlich Crap. Also, meines Erachtens lohnt es sich das nicht wirklich, die Truhe zu kaufen. Da lieber ein paar Zauber-Eier farmen, habt ihr genauso viel von. Ich meine, da können ja konzentrierte Lesen drin sein, dann Zen-Boden, magische Steine und so weiter. Also das ist relativ gut. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier eben Cut, dann hänge ich da noch die Szenen dran, wo ich die Eier öffne. Und ja, das war's dann für diesen Part. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, ihr seht, 20 Zaubereier habe ich bisher gefarmt und ich muss sagen, die Fallen oder die Ostermädchen sind nicht mehr so vorhanden wie das letzte Jahr, aber es ist ja auch der erste Tag. Das heißt, es kann sich noch bessern, ich hoffe es zumindest. Ich kann ja mal ein kurzes Video machen, wie es ja vor einem Jahr war, beziehungsweise damals, und wie es dieses Jahr ist, einfach mal so ein kleiner Vergleich. Und ja, da bin ich fast fertig mit der zweiten Runde, danach muss ich nur mal kurz einen Cut machen, weil ich die dritte Runde live aufnehme. Also bis gleich. So, seid ihr ready für die dritte Runde? Und ja, ich würde sagen, machen wir es mal auf, dann haben wir auch mal wieder hier ein bisschen Platz im Inventar. Ich habe hier so ein bisschen, also hier die Eier, bla bla, dann Pots und ja, hier die Wasser bekommt man ja auch daraus, also es ist ganz nett. Und ja, ich würde sagen, fangen wir dann jetzt mal an. Allgemein, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eher so Öffnen-Videos sehen wollt oder Farm-Videos und so weiter, dass ich dann Bescheid weiß. Und ja, wir fangen jetzt an. Und das aus dem ersten kommt Zinnwasser, magisches Eisenerz, Simwasser, dann 200.000 Yang, Yang Zenbohne, Yang Dockwasser, Yang Dockwasser, Granatapfelsaft, Dockwasser, Yang blaue Perle, Yang Yang rote Perle, Yang, Zenbohne und Yang. Ja, das waren jetzt so ersten Öffner von 20 Zaubereiern, alle drei Runden.
Und ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das demnächst haben wollt. Das Event geht ja noch ein bisschen. Das heißt, da werde ich schön viele Videos von machen. Und ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie fandet ihr das? Und ja, das war's dann von mir. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.